gemacht. Ne, ich auch nicht. In den Türmen da hinten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Auf der Karte. Das ist meist semi-optimal. Hm. Auf rechts vom Sonnenuntergang entlang. Dann müsstest du in Norden kommen. Ich glaube, bin jetzt weitergelaufen. Die Sonne. Ich bin hinter dir. So ein Himmel gucken. Ich laufe hier gerade zu einem höher gelegeneren Haus. Ah ja, ich spiele als Frau jetzt. Ja, ich auch, ich auch. Gib dir keinen Bonus, wenn du getötet wirst. Nicht? Boah, dir einen dicken Arsch, finde ich. Ich hab ein rotes Server-Symbol. Jo. Me too. What the fuck? Da hinten, ganz hinten. Ganz hinten bei der, bei dem Gebäude, ne? Ja. Das ist aber kein Spieler, das ist ein Zombie, der in die Feuerwache... Doch, ganz oben. Auf der Feuerwache ist jemand. Siehst du den da oben auf dem Dach? Ja, jetzt sehe ich ihn. Der hat aber eine Pistole in der Hand. Der hat aber was auf dem Rücken. Ja, das ist aber kein Sniper, auf keinen Fall. Und ist noch ein zweiter da. Na dann, ist ja ausgeglichen. Ich wurde gesichtet. Die haben beide eine AK. Und da war gerade was im Treppenhaus. Ah, das ist ein Zombie, der kommt durch die Wand. Tja, was machen wir? Aber wieso finden die denn immer? Mann! Ja, was macht der Zombie wieder? Der Wasokin ist das. Und? Jack-Look. Du kannst... Ich sehe da nichts, wenn ich die anvisiere. Rechts klicken kannst du die, wenn du die im Kreuz hast. Und dann? Krieg nicht. Passiert nichts. Doch, jetzt Survivor. Genau. Weiß Kuhn. Kann man nachgucken, warte mal. Weiß Kuhn ist auf jeden Fall nicht in der ersten... Oh, ich bin Platz 9. ist auf jeden Fall nicht in den oberen drin. Ja, wir könnten auch noch warten, was passiert. Kommt noch mehr rein. Ich finde, wir sollten warten, ja. Leg dich mal hin. Toll ist, ich habe aufgehört zu zittern. Das ist auch lustig. Weil du liegst. Weil nee, du liegst. Nee, schon davor. Ach, du sollst liegen bleiben. Ich guck Wieso mal kurz, steh ich denn immer auf? Weiß ich nicht. Ich leg mich mal kurz noch ein Stück weiter ins dichtere Gras. An den Baum, ja, an den Ziegenbaum, ey, oh. An den Tannenbaum, wollte ich sagen. Ja, das Blöde ist, wenn sie hinten rausgehen, sehen wir sie nicht mehr. Das stimmt allerdings. Zirp, zirp, zirp. Könnten wir nicht chatten mit denen? Habe ich den Namen auch wieder vergessen. Ich glaube nicht, dass es eine so tolle Idee ist. Doch so ein kleines Hello. Die Frage ist, können gibt's eine Leiter hinten von der Feuerwache runter? Ich glaube nicht, ja, oder? Doch, doch. Gibt's eine? Shit. Das ist doof. Wieso haben die eine Leiter? Das ist quasi hinten geht eine nach oben. Die, wo du vorne am Turm siehst, geht quasi auf dieses Dach von den Garagen. Und von da aus kommst du nicht mehr runter. Das ist quasi, wenn sie da drauf wären, könnte eine von hier schießen und der andere dann mal hinten nach oben gehen und da toll wäre es, aber leider. Ja, ja, die scheinen aber jetzt irgendwie nicht mehr drinnen zu sein. Ich sehe sie zumindest nicht mehr innen. Doch, der liegt nach oben, der Weißkuhn. Ich kann ihn anvisieren. Liegt nach oben. Nein. Oben auf dem Dach auf jeden ganz Fall. Ganz oben? Rechts neben dem Turm, wenn ich Rechtsklick mache. Na, kommt bei mir nix. Klick. Ja, du bist jetzt kommen rechts, kommen wir auch nichts mehr. Jetzt kommen wir auch nichts mehr. Okay. Aber die sind auf jeden Fall nicht nach... Da sind sie. Links von der Feuerwache. Crouchen auf dem Boden nach hinten weg. Siehst du die? Nee. Beide. Oh, jetzt ein Snipergewehr. Ich würde sie beide wegknabbern. Knabbern. Es hat sich durchgesetzt. Es hat sich schon durchgesetzt. Schon ist es da. It's a thing. Okay, die sind in der Reihe, ne? Die werden nach hinten gehen, die werden das von hinten nach vorne machen. Wollen wir versuchen, jetzt von vorne das zu machen? Ja, ich will die ehrlich gesagt nicht aus den Augen lassen. Andererseits kommen wir nicht ran, ohne die nicht. Die werden jetzt nach Norden weiterlaufen und die letzten Punkte sozusagen mitnehmen, würde ich mal sagen, ne? Nur die Frage, wann wir sie treffen, ja. Ich denke, wenn wir jetzt in die Hallen reinlaufen, die würden es nicht sehen. Oh, was ist mit dem Hals los heute, ey? Ich bin gerade ein paar Schritte aufwärts gegangen, sehr schön. Ups.
Das Coole ist, sie haben uns überhaupt nicht bemerkt. Das ist sehr geil. Nee, ich würde sagen, wir gehen jetzt ran. Und es geht halt bloß um einen an die Halle rein und der andere guckt halt, ob er irgendwas sieht, so ganz versteckt. Mit mir auch mal ein bisschen taktischer spielen, ey. Los geht's. Oh, nervig. Wenn ich gut drauf bin, schneide ich es raus. Entschuldigung. Falls nicht, müsst ihr es ertragen. Wenn wir gut drauf sind, dann knabbern wir die weg. Oh ja. So, ein Blick das noch und dann folge ich. Ich bin schon quasi auf Höhe der Halle jetzt. Was wir auf jeden Fall nicht machen werden, ist auf das Feld zu laufen für das mittlere Gebäude. Ich glaube, das lassen wir diesmal aus. Ich würde vorschlagen, die Hallen und Feuerwache und das war's. Und dann gehen wir zum Devil's Castle. Ja, können wir machen. Also die nördlichen Sachen. Die Alt-Taste hat sich gerade selbstständig gemacht. Das hatte ich auch schon mal. Konnte ich mich nur noch umgucken. Also wenn ich sozusagen Daueralt drücke. Ja, genau. Und normal zielen konnte ich nicht mehr. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich es weggemacht habe. Ich habe gerade ein paar Mal da rum. Oh Mann, jetzt geht's wieder. Doppelt auf Alt klicken, glaube ich. Ach so. Ja, gut. Ja. Das ist irgendwie so ein Free-Look-Mode oder sowas. Bist du noch hinter mir, El? Siehst du mich noch? Nee, keine Ahnung, wo du bist. Ich laufe jetzt gerade von dem Hügel oben runter. Ich sehe dich, ja. Ich bin schon weiter vorne. Ich denke mal nach vorne. Könnten natürlich jetzt noch welche von rechts kommen, die gerade auf dem Berg waren und denken, ach, jetzt gehen wir noch kurz zum Flugfeld. Das wollen wir mal nicht hoffen. Ich stehe neben der Tanne, vor dir, ganz vorne. Ich sehe gar nichts. Ja, lauf einfach weiter geradeaus, passt. Ui. Ey, wenn man nicht wüsste, wo du bist, das ist so schwer, Leute zu sehen. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich sehe dich überhaupt nicht. Rechts von dir. Rechts von dir? Rechts von dir. Ja, der Heatpack brauche ich jetzt nicht. Läufst du gerade mir vorbei. Ach Gott. Heatpack brauchst du nicht, ne. Nicht gesehen, oder? Nee. Das ist so kacke, ey. Kriegst du nichts. Ja, es ist sehr langweilig, das Spiel. Das ist wirklich... Du musst auch sehen. Aber wenn du mal was hast, ja, dann ist geil. Dachte, wir haben am Wochenende, ich weiß nicht, wie lange haben wir gespielt? 8-9 Stunden oder so? Ja, mit Sicherheit. Wir haben auch mal irgendwann nachmittags angefangen. Und dann quasi nur daraus 2 Stunden Videomaterial, weil du musst so viel rausschneiden, weil du läufst halt einfach mal eine halbe Stunde einfach nur über Felder und durch Wälder. Ja, passiert gar nichts. Nichts, ja. Problem ist jetzt, ey, wenn wir zu schießen anfangen müssen, das wird natürlich ein Problem, ne? Jo. Ach, scheiße, schon wieder. Da sind 3 Zombies. Rechts haben wir einige Zombies. Oh Gott, ich crouch jetzt. Ich will die nicht abschießen, die Zombies. Musik fängt auch schon wieder an. Ja. Wenigstens haben sie nur 3 Tracks oder so, die... Oh, krieg ich mal weiter nach links. Dreh um, du Assi. Nicht schon wieder Mo. Ich stand noch nicht da, Mo was killt. Ich stand noch nicht da. Zu, hier kreuzt voll Shit, du hast recht, ja. Wollt ihr nicht mal runterkommen? Nach dem Berg. Willst du nicht mal raufkommen? Aber was machen wir jetzt, ey? Ich schon kurz sehen hinter mir aus, ey. Da kommt gerade einer durch den Busch. Ich muss doch schießen. Oder wir gehen zurück. Ich gucke mal mit B zum Feuerwehrturm, warte mal. Ich sehe gar nichts, scheiße. Ah, der dreht um für uns, ist sauber. Ding ist, das Problem ist immer, ich muss immer dran denken, dass die aus der Ferne unser Gras nicht sehen. Das ist so kacke an dem Game. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich sehe da hinten überhaupt nichts bei der Feuerwache jetzt. Also das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ich habe auch gerade nichts mehr gesehen. Ja, die werden weitergegangen sein. Die werden auch nicht warten. Nee, außer sie haben uns gesehen. Dann warten sie. Korrekt. Meantime was killed. Schöner Name. Oh shit. Neben mir ist einer plötzlich. Ach du Kacke. Ja, Schieß ihn. Gut. Blutest du? Nee, das war der Zombie. Ja, aber ich glaube, da kommen noch mehr jetzt. Nee, ich glaube nicht. Doch, da kommt einer. Ha, ich hab's überlebt. Machst du ihn? Ja. Okay, ich kann durch ihn durchschießen. Super. Schieß nicht so viel drauf, warte mal. Jetzt rennt er weg. Jetzt kommt er wieder. Ich hab geschossen einmal.
Uah, das war laut. Der ist tot, ist tot. Okay, das war's. Nur mal ein bisschen gerade aus. Continue. Ich setz mich jetzt mal auf und geh in die Halle rein, weil so lange an einem Punkt ist nicht gut. Ja, ich bleib mal hier draußen und sperr mal gerade aus. Blöd, dass du weißt, dass du wieder in die Stadt rein musst, um eine Waffe zu kriegen, ey. Ja. Also ich würde fast sagen, lauf einfach mal los und guck mal, wenn dann durch die Dörfer durch. Da ist zwar weniger Loot, aber ich glaube, da hast du mehr Überlebenschancen als in dem großen Stadtschmarrn da. Ich habe noch Painkillers gefunden, mir, wenn ich jetzt wieder bin. Ich habe meine Munition ausgefunden, Stanak. Ich würde jetzt in die zweite Halle gehen, hier ist nichts sonst anderes drin. Ist frei, kommst du ja. Ist frei. Willst du nicht hinterher kommen? Muss nicht, du musst nicht. Ich liege hier fast gut quasi. Wenn irgendwo was sich was bewegt, sehe ich es wenigstens. Okay, dann gehe ich weiter. Ja. Komm dann irgendwie in der dritten, vierten Halle. Überhaupt keine Zombies, ey, das ist krass. Hier ist auch gerade nichts los. Ich glaube, die haben ziemlich viel aufgesammelt, die Herren. Hier ist Scharfschützenmunition. CZ-500. So, jetzt muss ich überhaupt erstmal gucken, wie finde ich denn jetzt raus, wo ich bin? Beim Spawn. Hättest du das Äftel gesehen. Ansonsten, außerhalb der Stadt, an den großen Zufahrtsstraßen sind Straßenschilder, da siehst du es auch. Ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Wenn ich es überlebe. Bandage, Flares, 3 Smoke Grenades, Wahnsinn. Keine neuen Waffen hier irgendwie. Hier. Man mag es kaum. AK-Munition. Finde AK-Munition. Ja. Smoken, bla bla bla, Painkillers, Flashlight, Military, haben wir alles schon. Okay, ist nix. Ich gehe weiter. Vorletzte Halle. Ist überhaupt keine Zombies, ey. Krass. Ja, doch froh. Die spawnen gleich. Ja. Hier ist eine AKM. Mit AKM-Munition. Komme. Nehme ich. Ich nehme die. Ich habe übrigens auch noch eine AKM mit Munitionssachen. Also ich, das passt, ne? Ich leg dir nochmal eine AKM-Munition mit drauf. Und dann bist du King quasi. King Karl. Hä? Bist du denn? Dann bist du King. In der vorletzten Halle ist das. Land gerade Razer 4 Meter. Hä? Ich deck auf jeden Fall hier die Seite. The music scares me. Ich höre dich. Take it. Shake it, baby. AKM. Oh, die sieht aber anders aus. Aber. Nimm's. Ich habe eine AKS. Shit. Was? Ich glaube, die passt nicht. Nee, die passt nicht. Aber dann hätte ich 2 volle Magazine statt 1,5. Korrekt. Und ich hätte auch noch 2 im Backpack, aber ich habe selber eine AKM, deswegen die gebe ich dann, wenn du sie brauchst. Na, dann tausche ich, oder? Hilft ja nichts. Die andere, glaube ich, wäre leiser gewesen. Ach, herrje, jetzt geht das Entscheiden wieder los, gell? Entscheide dich bitte schnell. Wir stehen in einer Halle, die gut einsehbar ist von allen Positionen oder von vielen Positionen. Ich nehme noch die eine AK. Das Magazin mit. Mhm. Bereit? Jo. Weiter geht's. Wenn es hier doch ein Spieler begegnen sollte, ja, wir kämpfen nicht, dann laufen wir rechts in die Wälder rein, ne? Was war das erste? Berghoch kann man nicht rennen. Nur ganz aufrecht und dann nur nicht, wenn es zu nicht steil ist. Und so MP5 Magazin. Was haben wir hier drüben? Gott, so wenig Zeug, ey. M9 Magazin nochmal. Okay, jetzt ab in die Feuerwache. Müsste frei sein. Ja. Guck mal vorsichtig nach rechts, nicht dass da irgendwo. Rechts ist gar nichts.
Okay, eins von mir aber weit weg. Ich gehe mal von hinten in die Feuerhalle rein, in die Feuerwache rein. Jo. Gott. Hinter mir ist ein Zombie. Komm rein, komm rein. Ach, du rein. Scheiße. Ach, du bist da. Ah, ich dachte, du bist hinter mir. Hinter mir ist auch ein Zombie. Ich schieße ihn ab. Aber der hat, glaube ich, Interesse. Nee, der, nee, der hat Interesse an uns. Hier liegt nochmal eine AKM. Ach, der mit kommt von hinten. Der kommt von ein AKM-Mac. Neben dir, rechts neben dir ist die AKM-Magazin. Nimm's dir. Wir müssen relativ schnell machen, damit wir hier nicht so lange bleiben. Hier ist Slug, eine Soda Can. Das war's. Oh, ich hab voll Schiss, dass ich zurückkomme, ey. Boah. Oh, 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 oh. Was ist denn der? Ich muss mal kurz schießen. Hier ist eine Barrikade plus Stacheldraht dahinter. Warum die das her? Das gibt's ja nicht. Kommst du da durch? Nee. Ich probier's mal an der Seite. Lag immer hinter die Barrikade zurück. Hm. Ey, das ist ja scheiße. Okay, dann raus, außen, hoch und dann von innen nach... Was liegt da für ein Magazin am Boden? Das könnte ich aufnehmen. Also ich gehe mal raus aufs Dach und dann versuche ich mal oben durch quasi. Ist noch ein AKM drin. Brauchst du ja, ich brauch's nicht. Eine Standard brauchst du, oder? Ne, NATO brauche ich. NATO. Ich habe geschossen. Das ist eine NATO. Standard SD Silenced. Ich nehm's mit. Ja, nimm's mit, genau. Ich habe halt null Platz irgendwie. Jetzt auch nicht mehr. Was? Ach, mein Hals nervt. Achso. So. Ich krabbel jetzt hier in, an der Feuerwache hoch. Keine ideale Sache, aber schauen wir mal. Ja. Weil du kannst nämlich von außen nach innen durchglitschen, habe ich gelesen.